Es geht um seelische Verletzungen, die das Leben eines Menschen doch sehr nachhaltig und sehr entscheidend verändern können. Jetzt sagt man zwar relativ salopp und leicht, da habe ich jetzt ein Trauma, aber was wirklich hinter diesem Begriff steht und wie diese Krankheit erklärt bzw. wie sie behandelt wird, das erfahren wir jetzt von einer international anerkannten Expertin, die sehr viel zu diesem Themenbereich gearbeitet hat und arbeitet. Ich freue mich sehr, dass Universitätsprofessor Dr. Silke Brigitta Garleitner bei uns ist. Sie arbeitet auf der einen Seite in Berlin, auf der anderen Seite hier an der Donau-Uni in Krems. Und ich freue mich, dass Sie jetzt die nächsten Minuten uns zum Thema Trauma die wichtigsten Dinge erklären werden. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sprechen kann und ich finde das eine äußerst sinnvolle Einrichtung. Und ich denke, es wird vielleicht im Verlauf des Vortrags auch noch ein bisschen deutlicher werden, warum ich so besonders sinnvoll das bei diesem Thema auch finde, dass viele, viele Menschen darüber informiert sind. Weil es nämlich viel damit zu tun hat, dass wir Traumaopfer eben auch gesellschaftlich oder als Rückhalt im Alltag dadurch unterstützen können. Ich möchte den Vortrag gerne einleiten mit einer Tatsache, die wir, glaube ich, nie vergessen dürfen, wenn wir über Trauma sprechen, nämlich, dass die Forderung von Adorno, nie wieder Auschwitz, einfach niemals vergessen wird und immer an erster Stelle steht. Hier wird von Erziehung gesprochen, ich würde es eher als Bildung bezeichnen. Es ist einfach sehr wichtig, dass wir diese Ereignisse nie vergessen und niemals wiederholen. Ich möchte den Vortrag gerne gliedern in 5 Punkte. Trauma, was ist das? Dann würde ich gerne auf die Folgeerscheinungen eingehen. Ich würde gerne was dazu sagen, was wir ganz konkret im Alltag tun können und was wir professionell tun können. Und dann würde ich Sie gerne noch mitnehmen auf einen Weg mit Gedichten von einem betroffenen Mädchen, was ich lange therapeutisch begleitet habe und was ein kleines Büchlein geschrieben hat, was mir sehr gut gefällt und was ich Ihnen gerne nahebringen möchte. Zuerst mal Trauma, was ist das überhaupt? Von einem Trauma, und das unterscheidet es auch von einer Belastung, spricht man dann, wenn ein Ereignis auftrifft, was so schrecklich und so weit ab sozusagen von meinem sonstigen Leben ist und ich dagegen ganz, ganz wenig an Bewältigungsstrategien für diese Situation in Verfügung habe, dass ein Diskrepanzerlebnis entsteht. Man spricht von einem vitalen Diskrepanzerlebnis zwischen dem, was auftrifft und dem, was ich zur Verfügung habe. Es geht einher mit Todesangst, mit Ohnmacht, mit unendlichen großen Angstgefühlen und einfach mit ganz viel Hilflosigkeit, dass ich in der Situation einfach gar nichts zur Verfügung habe im Moment. Die Schwere eines Traumas ist abhängig von der Traumaart. Sie werden mir alle zustimmen, dass ein Autounfall, wo jetzt vielleicht niemand dabei umkommt, nochmal was ganz anderes ist als eine Vergewaltigung. Sie werden mir aber auch zustimmen, dass eine Vergewaltigung hier in diesen Breitengraden, wenn ich das Glück habe, dass ich sozusagen weglaufen kann, dass ich zu Hause sofort warmherzig empfangen werde, dass jemand mit mir zum Krankenhaus geht, dass sofort sozusagen ein Test gemacht werden kann, der den Täter auch zu überführen vermag, der Täter wird eingesperrt, ich bekomme therapeutische Hilfe, was völlig anderes ist als eine Vergewaltigung in einem Kriegsgebiet, in dem ich nicht mehr zu Hause zurückkehren kann, weil sozusagen ich verstoßen werde von zu Hause, indem ich vielleicht in ein Vergewaltigungslager komme, mich vielleicht schwanger werde, das Kind aber nicht bekommen kann und so weiter und so weiter und so fort. Dass es nochmal ganz andere Situationen sind. Das heißt, Trauma ist auch sehr, sehr stark abhängig von den ganzen umgebenden Faktoren. Davon, wie sozial ich eingebettet bin, man spricht von prä-, peri- und posttraumatisch, also vor dem Trauma, während dem Trauma und nach dem Trauma, was für Schutz- und Risikofaktoren mich sonst noch umgeben und natürlich auch von meinem Entwicklungsstand. Wenn ich einen Säugling sozusagen 3 Stunden alleine lasse, kann es eine echte Katastrophe für den Säugling sein, wenn er Schmerzen hat, Hunger hat und so weiter. Für einen pubertären Jugendlichen könnte das vielleicht auch mal sehr befreiend wirken. Ja, also es ist sozusagen immer sehr stark vom Entwicklungsstand abhängig.
Wichtig beim Trauma ist, dass es tatsächlich auch neurophysiologische, also im Gehirn, Veränderungen bewirkt. Das heißt, es ist durch die Evolution neurobiologisch verankert. Ich würde Ihnen das jetzt gerne an einem anderen Säugetier erklären, weil das macht so ein bisschen klar, wie basal diese Mechanismen sind. Wenn ein Hase einem Fuchs begegnet, dann geht es ihm nicht wirklich so gut. Ja, dann wird er sozusagen entweder ganz schnell wegrennen, wenn er das noch kann. Er würde ihm auch gerne eine scheuern, aber das klappt in der Regel nicht wirklich so gut. Aber wenn er das könnte, wäre das toll, das würde er gerne tun. Oder er erstarrt. Das ist die letzte Möglichkeit. Das sind die drei großen Fs, die man sagt, die wir zur Verfügung haben bei einer traumatischen Situation. So Fight, Flight und Freeze, die drei englischen Begriffe. Also Flucht, Angriff und Einfrieren. Das Einfrieren ist leider das Ungesündeste. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass nicht alle Hasen, die da erstarrt sind, wenn der Fuchs kam und dann sich so geduckt haben, die rennen nicht alle wieder weg. Viele von denen haben einen Herzschlag erlitten. Bei Menschen ist es so, dass es auch vorkommt, aber Menschen haben eben noch viel, viel komplexere Abwehrmechanismen zur Verfügung. Man könnte fast ein bisschen provokant sagen, warum wir Menschen so häufig so schwere traumatische Belastungen haben und es trotzdem überleben, hat was damit zu tun, dass wir einfach so viel verkraften können. Aber es bedeutet natürlich auch, dass wir mit den Folgen dann auch leben müssen. Im Gehirn, ich kann jetzt auch nicht das ganze Gehirn erklären, ich bin auch keine Medizinerin, ist auch nicht nötig, gibt es zwei Regionen, die sehr wichtig sind, um zu verstehen, wie Trauma funktioniert. Das eine ist eben diese Region, die eben auch der Hase hat. Das ist hier im Kernbereich des Gehirns, entwicklungsgeschichtlich relativ früh, haben eben viele Tiere schon, ist die sogenannte Amygdala-Region, sagt man, oder das limbische System. Das ist wie die Feuerwehr des Körpers. Wenn eben ein ganz, ganz schlimmer Reiz reinkommt, nehmen wir mal an, die Decke würde jetzt hier einbrechen, ja, dann würden Sie rennen, bevor Sie wissen, wer hat die gebaut, wie stabil ist die, warum im Himmel passiert das jetzt, was für ein Material ist das wohl. Ja, sondern Sie rennen sozusagen sofort, wie eben dieser Hase, weil diese Feuerwehrregion im Gehirn das auslöst, ganz automatisch. Das ist sozusagen erstmal nicht gekoppelt mit Regionen, die was mit Verstehen, mit differenziert Denken und Fühlen zu tun haben, die meistens hier vorne im Gehirn liegen. Also praktisch in diesem sogenannten Vorderhirnbereich, man spricht auch von präfrontalen Kortex. Der ist entwicklungsgeschichtlich ziemlich jung. Das ist eigentlich auch der einzige, der uns, wenn überhaupt, vom Tier unterscheidet. Vom Affen schon viel weniger, aber von den meisten Tieren schon, auch vom Affen auch ein bisschen, ist sozusagen die Komplexität dieses präfrontalen Kortex. Das heißt, bei einer Traumasituation reagiert diese Region ganz eigenständig und hier gibt es wie so eine Trennung, ja, und man kann sich hier auch kaum entwickeln. Ich werde das jetzt gleich noch genauer erläutern. Beim Menschen ist das leider ganz ähnlich diesbezüglich. Wie gesagt, auch da, wenn der Säugling schreit und Sie sehen, der ist wirklich in ganz großer Verzweiflung hier, ist es eben so, dass in dieser Kernregion das gleich ganz automatisch reagiert. Es gibt Schutzmechanismen. Wenn es immer wieder passiert, dann wird dieser Säugling irgendwann auch einfrieren. Ja, man spricht dann von dissoziativem, also abgetrenntem Verhalten. Oder wenn Kinder Eltern sind, dann sehen sie sich manchmal von der Gardinenstange von oben, also so sogenanntes dissoziatives, abgetrenntes Verhalten. Das macht ganz automatisch diese Amygdala-Region. Das heißt, hier wird reagiert, hier entstehen Bahnungen, hier laufen ganz viele Elektroden lang und so weiter und so fort. Was eigentlich passieren müsste in so einer Situation ist, dass dann in so einer Schrecksituation eine Person kommt, die das Kind tröstet. Wenn das passiert, dann tritt Beruhigung ein. Die Amygdala, diese Kernregion, diese Amygdala-Region kann sozusagen sich entspannen. Das muss nicht mehr dort reagiert werden. Und dann plötzlich kann der Weg gebahnt werden in den Vorderhirnbereich. Man spricht auch von einer sogenannten Wippe des Lebens. Wenn Sie so eine Spielplatzwippe vorstellen, wenn genug Sicherheit da ist, wenn genug sozusagen an Vertrautheit, an Trösten, an, ja, einfach an Sicherheit da ist, dann kann das Kind explorieren.
Ne, dann geht die Exploration hoch. Wenn keine Sicherheit da ist, geht die Exploration runter. Exploration heißt lernen, heißt differenziert, denken und fühlen können, heißt begreifen. Ich bringe mal ein anderes Beispiel, man spricht von sogenannten Mentalisierungsprozessen. Ich komme später mal drauf zurück. Nehmen wir das Beispiel, Kind fällt hin und schreit ganz laut, ja, dann ist es in totaler Verzweiflung. Also das ist sowas hier. Und dann kommt die Bezugsperson, die Mutter, muss gar nicht um die Mutter sein, aber eine Bezugsperson und sagt, oh, du armes, armes Kind, der böse, böse Stein, du hast dir total wehgetan. Ja, das Kind begreift, wenn es wieder und wieder passiert, das, was ich da empfinde, was da so total überbordend ist, das ist Schmerz. Ja? Wenn ich was benennen kann, kann ich es mit der Zeit auch besser kontrollieren. Irgendwann kommt das Kind und sagt, aua, aua. Ja? Also sofort, wenn ich das benennen kann, dann kann ich es auch besser begreifen. Deswegen Mentalisierung, ne? Also mentaler Begreifen sozusagen. Und dann kann man ja auch sowas machen wie, oh, jetzt pusten wir mal, dann wird es gleich wieder besser. Das Kind entwickelt sowas wie ein Schema. Es gibt einen ganz schlimmen Schmerz, das ist Schmerz, sagt aua, aua. Und dann kommt es auch und sagt, pusten, pusten. Ja? Dann hat es praktisch ein Schema gelernt, mentalisiert, wie es mit diesem schlimmen Gefühl umgehen kann. Und das, dieses Umgehen können, dieses Begreifen, dieses Benennen, das findet alles hier vorne in diesem Vorderhirnbereich statt. Das heißt, umso mehr ich hier differenziert benennen, denken und so weiter kann, umso besser kann ich gegen solche Angriffe auch vorgehen. Jetzt ist zum Beispiel ein Gewitter nicht mehr so schlimm, weil ich weiß ja inzwischen, Gewitter gehen wieder vorbei, wir haben alle Blitzableiter oder jedenfalls Häuser, die davon nicht mehr so betroffen sind. Deswegen schockt mich das nicht mehr so. Wenn ich aber hier praktisch ganz selten dazu komme, zu lernen, zu mentalisieren, dann schockt mich natürlich eine traumatische Situation auch viel leichter. Das heißt, gute Sicherheit, gute Bindung, viel explorieren können, heißt auch wieder Schutz gegen weitere Traumatisierungen. Wenig Bindung, wenig sozusagen dort hier mentalisieren können, hier wachsen, heißt auch nicht so gewappnet sein, wenn mir hier was passiert. Weil die frühen Warnungen prägen einfach ganz stark, wie wir weiter mit irgendwelchen Situationen umgehen können. Ich würde dazu einfach gerne so einen kleinen netten Filmausschnitt zeigen. Es gibt einen netten Film vom BBC, der das so ein bisschen versucht zu veranschaulichen, dass ich mir so ein Bild machen kann, was ist da gemeint mit solchen Strukturen im Gehirn. Ich hoffe, das klappt jetzt technisch. Erster Filmausschnitt. Vielen Dank, Herr Flüger. Eltern können sogar die physische Entwicklung des Gehirns ihres Babys beeinflussen. Und zwar durch die Art, wie sie mit ihren Kindern spielen und ihnen etwas beibringen. Die Kindheit ist die wichtigste Zeit für die Entwicklung unserer Persönlichkeit. Dass unsere Kindheitserlebnisse derart wichtig sind, hängt wiederum mit der Entwicklung unseres Gehirns zusammen. Denn das Gehirn eines Kindes wächst mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Dabei sind die Nervenzellen anfangs noch klein und wenig vernetzt. Die Nervenzellen oder Neuronen von Kindern sind wie Äste, die gerade dabei sind zu wachsen und sich untereinander immer stärker zu verbinden. Währenddessen werden im selben atemberaubenden Tempo andere Äste und ihre Verbindungen gekappt. Wenn wir größer werden, entwickeln sich also gleichzeitig unterschiedliche Aspekte unserer Persönlichkeit. Dieses unermüdliche Entstehen und Absterben im Gehirn eines Kindes wird von der Umwelt der Kinder und ihren Reaktionen darauf beeinflusst. Bestimmte Erfahrungen in der Kindheit können also bewirken, dass sich bestimmte Charakterzüge ausprägen, wie Sie gleich sehen.
eine bestimmte Erfahrung als Kind die Persönlichkeit beeinflusst, kann man mit den Spuren vergleichen, die Kinder in einem Weizenfeld hinterlassen. Haben Kinder etwas Neues erlebt, bilden sich zwischen den Neuronen in ihrem Gehirn neue Verbindungen. Diese Verbindungen verstärken sich zu Bahnen, die nicht nur Einfluss darauf haben, wie sich die Kinder jetzt verhalten, sondern auch in ihrem späteren Leben. Anfangs existieren noch ganz wenige dieser verstärkten Bahnen, wie auch die erste Spur im Weizenfeld noch nicht deutlich zu sehen ist. Machen wir aber als Kinder häufiger dieselbe Erfahrung, entwickelt sich daraus ein Verhaltensmuster und es schleifen sich bestimmte Bahnen in unserem Gehirn ein. Schließlich wird aus einer Bahn das Äquivalent einer Schnellstraße. Ein neues Merkmal unserer Persönlichkeit hat sich geformt. Die Eigenschaften, die wir in der Kindheit entwickelt haben, begleiten uns höchstwahrscheinlich das ganze Leben. Na, das wollte ich Ihnen eigentlich vor allem zeigen, diese Draufsicht sozusagen hier. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Kinder, aber auch Erwachsene, bei Erwachsenen können sich auch noch Veränderungen einstellen. Es ist nur nicht mehr so flexibel, das Gehirn, wie zu Beginn. Aber wenn Kinder sehr früh, ganz häufig, sehr beängstigende und traumatische Situationen erleben, dann entstehen sogenannte Furchtstrukturen, also Strukturen im Gehirn, die optimal auf diese schreckliche Situation ausgerichtet sind. Aber natürlich überhaupt nicht funktionstüchtig im ganz normalen Leben. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ein Kind eben sehr früh dann lernt, sich so zu erstarren, man sagt eben dissoziativ zu reagieren, so abgetrennt zu reagieren und macht es dann später in allen möglichen Situationen, dann kann man dieses Kind überhaupt nicht belasten. Dann kann man diesem Kind überhaupt nicht was Neues mehr lernen, weil es auf jede neue Situation sofort mit dieser Erstarrung reagiert, weil jede kleine Angst sofort diese Erstarrung auslöst. Und so muss man sich vorstellen, wenn sich so früh solche Strukturen einprägen, dann fährt man sozusagen immer auf diesen alten Furchtstrukturen. Man kann das so zeigen, dass man traumatisierten und nicht traumatisierten verschiedene Bilder zeigt. Manche von den Bildern sind sehr beängstigend, darauf reagieren alle mit einem Aufleuchten dieser Amygdala-Region, dieser inneren Kernregion. Wenn es aber so ist, dass es so Bilder sind, die sind so pari-pari, also ein paar davon sind so ein bisschen vielleicht erschreckend, ein paar sind aber auch vielleicht eher irgendwie ganz nett, dann reagieren die Traumatisierten immer noch ganz stark mit dem Aufleuchten dieser Region. Und dann gibt es Bilder, die sind eigentlich ganz unverfänglich. Darauf reagieren die Nicht-Traumatisierten ganz locker und nie mit der Amygdala-Region. Das ist dann immer im Großhirn und man hat irgendwie Freude dran und es ist positiv. Während für die Traumatisierten ist es immer noch so, dass auf einzelne Bilder immer noch eine große Reaktion in dieser Kernregion, in der Amygdala-Region stattfindet. Einfach deswegen, weil sie so stark darauf geprägt sind. Es ist wie, als ob sich jeder Reiz auf diesen Autobahnen hier, auf diesen großen Bahnen verirrt und wieso da rumrennt die ganze Zeit und keinen anderen Weg findet. Ja, und das ist das große Problem, was sozusagen auch die Folgeerscheinungen prägt. Ich bin jetzt auch gerade vorhin nochmal gefragt worden, kann man denn ganz bestimmte Folgeerscheinungen fixieren? So einfach kann man das leider nicht sagen. Man muss eher versuchen zu verstehen, wie diese Folgeerscheinungen entstehen. Zuerst mal ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, dass Folgeerscheinungen von Trauma ganz normale Reaktionen sind auf abnormale Ereignisse. Das ist sehr wichtig, auch für Traumaopfer ist das ganz arg wichtig, ob ich ihnen so gegenübertrete, dass ich sage, naja, das, was du da machst, deine Selbstverletzung, so, das ist ja total schräg, ja? Oder ob ich sozusagen versuche zu verstehen, warum verletzt sich denn dieses Mädchen, dieser Erwachsene selbst. Selbstverletzung, also zum Beispiel schneiden oder brennen, ist eine Tätigkeit, für die wir noch kein Medikament gefunden haben, was dieselben Funktionen erfüllt. Wenn sich jemand selbst verletzt, geht sofort der Cortisolspiegel runter, das heißt, die Spannung sinkt rapide. Jemand gewinnt wieder einen Bezug zum eigenen Körper, der sich vorher ganz abgetrennt gefühlt hat. Das Blut hat manchmal so eine ganz reinigende Wirkung, so eine schuldlösende Wirkung auf jemanden. Und es gibt noch viele, viele mehr
Aspekte, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Dafür haben wir bis heute kein Argument und kein Argument auch nicht, aber auch keine Tablette gefunden, die sowas tut. Von daher gibt es einen Grund, warum sich insbesondere junge Mädchen eben selbst verletzen, weil sie damit ganz viele ihrer Probleme in dem Moment gut lösen können. Leider hat es auch später ganz negative Auswirkungen. So ist es mit vielen Traumafolgen. Ich will das gleich versuchen, mit Ihnen gemeinsam so ein bisschen herzuleiten, wie man sich das auch ganz gut erklären kann. Auf jeden Fall sind diese Folgen gleichermaßen sehr kreativ, wenn man sie genau anschaut, aber leider eben auch sehr destruktiv. Und sie sind eigentlich zum Schutz gedacht. Der Organismus nimmt sozusagen oder greift zu diesen Folgeerscheinungen oder greift zu diesen Verhaltensweisen, weil sie in dem Moment nützlich sind, weil sie in dem Moment schützen. Ist ja klar, wenn ich erstarre in einer Situation, die es mir ganz, ganz schlecht geht, dann muss ich zumindest diese Schläge, den Missbrauch, die Gewalt nicht spüren. Das ist natürlich ein Schutz. Für später ist es sehr destruktiv. Wilma Weiss, eine wichtige Pionierin der Traumapädagogik, spricht vom Konzept des guten Grundes, dass ich immer davon ausgehen muss, es gibt für jedes Verhalten einen guten Grund. Wichtig ist, ihn gemeinsam so gut wie möglich aufzuspüren. Wenn Sie jetzt nochmal an dieses Getreidefeld von eben denken, dann kann man sich auch vorstellen, warum es so ein großes Spektrum an Folgeerscheinungen gibt. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, hat man eine Zeit lang nicht versucht, wenn man sich selbst verletzt, dann hat man bestimmt sexuellen Missbrauch erlitten. So ist es leider gar nicht. Also diese Symptomchecklisten, die man eine Zeit lang hatte, die haben uns gar nicht geholfen. Sondern, wenn Sie nochmal denken an dieses Getreidefeld, dann ist es so, dass eigentlich das ganze weitere Leben durch diese Bahnungen, die man da hat, hindurchfließt. Das heißt, alles, was ich erlebe, wird einfach verändert, aber nicht genau auf die oder die oder die Weise, sondern es wird einfach von der ganzen Wahrnehmung verändert. Viele, viele Dinge machen mir viel mehr Angst als anderen. Auf viele, viele Dinge habe ich irgendwie gar keine richtige Möglichkeit zu reagieren, weil ich irgendwie immer gelernt habe, dass ich hilflos bin und weil ich immer noch glaube, dass ich total hilflos bin. Viele, viele Dinge, die anderen Freude bereiten, machen mir einfach Schmerz oder Angst oder erinnern mich an irgendwas ganz Blödes, was ich da bei dieser schwierigen Situation im Trauma erlebt habe. Viele, viele Dinge machen mir körperlichen Schmerz, weil das so gekoppelt ist miteinander im Gehirn. Oder eben viele, viele Dinge tue ich, weil sie mich erleichtern und andere finden es ganz, ganz schräg und sind irritiert dadurch. Und vor allen Dingen, was ich ganz schlecht kann, wenn ich traumatisiert bin, ist anderen Vertrauen. Weil viele, viele Traumata sind von Menschenhand verursacht. Das heißt, wenn ich von anderen Menschen angegriffen werde, ist natürlich das Vertrauen in andere Menschen sehr erschüttert. Wenn ich immer so misstrauisch bin, ist es auch nicht so leicht, mit mir Kontakt zu kriegen. Also verstärkt sich das natürlich immer weiter und so entwickeln sich Teufelskreise. Hier haben Sie einfach nochmal das Gehirn auf eine einfachere Art und Weise abgebildet, nochmal eben dieses limbische System und nochmal diesen Neokortex, also diesen Vorderhirnbereich. Da kann man nochmal sehen, diese Kinder und die Erwachsenen später haben ganz viel Spuren, ganz viel Reaktionsmöglichkeiten in diesem Feuerwehr- und Furchtbereich. Dafür sind sie super präpariert, aber eben leider nicht so sehr fürs normale Leben. Und das ist einfach nochmal eine Reihung, die ein Forscher aufgemacht hat, Perry, der macht ganz interessante Sachen mit Kindern und Jugendlichen, dass er so versucht, bestimmte Gehirnbereiche praktisch nachzunähern, zu fördern, und ein bisschen sehen kann, was die Hirnteile als Zuordnung haben. Man sieht hier dieses limbische System, da geht es mehr um Emotionen, um Gefühle und so weiter. Und erst im Neokortex, also im Vorderhirnbereich, kann man richtig denken. Das ist auch noch ein wichtiges Zeichen, dass wir natürlich mit Therapien oder mit Behandlungen, die sehr stark übers Sprechen, übers Denken, über kognitive Aspekte geprägt sind, solche Menschen zum Teil gar nicht erreichen, weil die emotional so stark geschädigt sind, dass sie gar nicht so bewusst in Ruhe reflektieren und denken können vor lauter vielen Gefühlen, denen sie ausgesetzt sind. Das heißt, dann macht es auch nicht so viel Sinn, mit ihnen zum Beispiel eine Gesprächstherapie auf einer kognitiven Ebene zu machen. Das müssen wir dabei bedenken. Aber ich hatte Ihnen ja gesagt, ich wollte mit Ihnen gemeinsam so ein bisschen anschauen, was für Folgen entwickeln sich denn nach Trauma, so grundlegend. Wie gesagt, die sind sehr, sehr vielgestaltig, aber was denn so grundlegend? Das kann man sich ganz gut herleiten,
Wenn man sich mal überlegt, was es so für verschiedene Ereignisse gibt. Nehmen wir mal an, Sie kommen als erstes zu einem Unfall, der so aussieht wie dieser und wo die Person noch im Auto ist. Und ist sehr, sehr, man sieht ja, dass die muss sehr, sehr schwer verletzt gewesen sein. Jetzt sieht man da hinten noch ein Auto, nehmen wir mal an, das wäre jetzt nicht so, das wäre ganz, ganz früh morgens, vielleicht um 4, weit und breit kein Mensch, kann auch niemanden erreichen, ich muss irgendwas tun. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Situation mal erlebt haben, es ist ganz interessant, wie man darauf reagiert. Also entweder man bricht zusammen, das wäre eine Möglichkeit, aber meistens ist es komischerweise nicht so. Meistens ist es so, dass man auf einmal so einen inneren Ruck bekommt und dann tut, was man tun muss. Und zwar ganz automatisch, ganz konzentriert, ganz dezidiert, auch ganz, also ich habe mal so eine Situation erlebt, nicht bei einem Unfall, aber bei einem Bergunfall, dass man so viel Erste Hilfe weiß, wie man nie gedacht hätte, dass man das noch weiß, dass man das alles richtig macht. Das ist deswegen, weil im Gehirn eben so eine Sperre ist zwischen dieser Kernregion, von der ich gerade geredet habe, und diesem Vorderhirnbereich. Und wenn man sich sozusagen noch einkriegt, wenn man nicht zusammenbricht, dann reagiert man ganz automatisch mit diesem vorderen Hirnbereich. Und alles andere ist abgetrennt. Man hat keine Gefühle, nichts. Man macht das einfach. Ganz, ganz rational und ganz, ganz klar. Das Dumme ist, das ist natürlich trotzdem nicht weg, was man dabei eigentlich fühlen würde, die ganze Zeit. Nehmen wir mal an, Sie haben das alles geschafft, Sie haben denjenigen wirklich eine stabile Seitenlagerung gebracht, aus diesem Auto rausgekriegt und überhaupt der Notarztwagen kommt und die loben Sie über den Klee, weil Sie sagen, das haben Sie ja ganz toll gemacht und es ist ja unglaublich, vielleicht hat er jetzt deswegen überlebt. Sie sind ganz erleichtert und jetzt ist der Notarztwagen weg. Und wie geht es Ihnen dann? Das mal erlebt haben, dann haben Sie bestimmt festgestellt, dann ist es nicht mehr so leicht, dass die Gefühle nicht da sind, sondern jetzt kommen die nämlich. Manchmal ist es sogar ganz schlimm, manchmal erleidet man dann einen Schock. Deswegen wissen auch viele Unfallhelfer, man darf sich nicht nur um die Personen kümmern, die wirklich verletzt sind, sondern auch um die Helfer. Um die muss man sich auch kümmern, weil die können nämlich jetzt wirklich einen Schock erleiden an der Stelle. Nehmen wir mal an, ich habe keinen Schock bekommen. Aber auf jeden Fall kommt dann sowas wie ganz, ganz schlimme Gefühle, Ängste, Gott, ich habe doch was falsch gemacht, manchmal auch Traurigkeit, Schock, man hört immer wieder bestimmte Geräusche oder Gerüche, die man da irgendwie gehabt hat. Man ist so ganz in so einer komischen Gefühlschaos-Welt drin, fängt an zu heulen, wenn man zu mehreren ist, umarmt man sich manchmal gegenseitig, so ganz emotionale Reaktionen. Ich habe das auch überwunden, habe mich ins Auto gesetzt, in mein eigenes und mit ein bisschen weichen Knien bin nach Hause gefahren und ich hatte gesagt, es ist früh morgens um 4, aber vielleicht bin ich ja vom Nachtdienst gekommen, will mich jetzt ins Bett legen, denke, es ist also alles gut gegangen, ich habe im Krankenhaus nochmal angerufen, es ist alles gut, alles versorgt, derjenige hat überlebt, wird auch nicht viel zurückbleiben, aber es wäre sehr knapp gewesen, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Und jetzt will ich mich hinlegen und will jetzt in Ruhe schlafen, weil ich habe wieder Nachtdienst am nächsten Tag. Das geht nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob Sie das mal erlebt haben, aber was dann kommt, das ist wie so, als ob was aufpoppt, ja. Eben der Crash zum Beispiel, wenn Sie den doch noch gehört haben, dieses Splittern von Glas und von Metall oder Blutgeruch. Blut hat ja so einen ganz charakteristischen Geruch. Oder vielleicht hat derjenige auch so gewimmert, so dieses Wimmern kommt dann wieder. Also einzelne Sinneseindrücke, die sozusagen ganz isoliert auftreten und dieses Ereignis wieder hochbringen. Man spricht von Intrusionen, also so eindringliche Wiedererinnerungen. Und die sind vor allen Dingen überhaupt nicht freiwillig. Man kann nicht sagen, so jetzt erinnere ich die mal eine Viertelstunde, lass mir dabei die Hand halten von meinem Partner oder so. Das geht leider nicht, sondern die kommen einfach so, während ich einschlafen will. Das sind sogenannten, wie gesagt, hier Nachhallerinnerungen, ne, die hier stehen. Ja, was macht man dann? Also ich denke, ich habe keine Lust, den ganzen Tag damit zuzubringen, dass ich da irgendwie ständig so eine Bilder habe. Ich will schlafen, weil ich muss am nächsten Tag ja auch wieder zum Nachtdienst und es muss ja alles weiter funktionieren. Das geht irgendwie nicht. Also habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann irgendwie mir noch schnell einen Horrorfilm angucken, dann bin ich wenigstens davon abgelenkt. Oder ich kann vielleicht auch irgendwie ein Bier oder gar einen Schnaps, hilft definitiv, ja, Alkohol löst, entspannt, könnte mir auch ein Barbiturat, also eine Schlaftablette reinziehen, also irgendwas in diese Richtung, was irgendwie das wegmacht. Ich will das loswerden. Und überhaupt, ich werde ganz bestimmt nicht mehr an diese Stelle zurückgehen, ja, also die werde ich auf jeden Fall vermeiden auf meinem Arbeitsweg, weil jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, dann habe ich wieder alle möglichen, höre ich den wieder schreien und das möchte ich einfach nicht. Das heißt, ich vermeide das.
Ich vermeide Situationen, die diese Gefühle wieder auslösen können. Ist völlig normal, völlig verständlich und auch eigentlich erstmal richtig. Ja? Nur wenn ich halt dann jeden Abend meinen Schnaps trinke, dann wird es eben langsam schwierig. Naja, und dann habe ich noch sowas wie so eine dauernde Übererregung. Muss ich so ein bisschen vorstellen, Menschen, die schwere Traumata erlitten haben, weiß nicht, ob Sie das haben, ich habe das schon, jetzt bin ich zum Beispiel auch aufgeregt, aber es gibt ja Situationen, wo dann sozusagen vielleicht ich mich irgendwo bewerbe oder als ich mich hier beworben habe, genau, da war ich total aufgeregt. Dann hat man so ein Wuseln im Bauch, ne? Das ist unangenehm irgendwie, ist wie so, als ob man so ein bisschen angeknackst ist. Und so muss man sich vorstellen, Leute, die schwere Traumata erlitten haben, die haben das eigentlich immer, so eine Erregungshöhe. Und von da aus geht es dann hoch oder runter. Oder, das gibt es auch, das ist dann die ganz schlimme Variante, diese Erregung taucht überhaupt nicht mehr auf. Das heißt, der Cortisolspiegel bleibt konstant unten, obwohl das unnatürlich ist. Also einfach eine veränderte Form von normalen Erregungszuständen dann. Das sind die drei Grundkriterien sozusagen, die man entwickelt bei Trauma. Aber wie gesagt, das heißt jetzt noch nichts für die konkreten Folgeerscheinungen. Ich komme auch gleich nochmal drauf zurück. Umso komplexer das Trauma wird, umso vielfältiger werden auch die Folgeerscheinungen. Also so kann man sich's herleiten, ne? So von den Grundprinzipien. Jetzt kommt es nur noch drauf an, ist es sozusagen was wenige Tage anhält. Also bei diesem Autounfall wäre das wahrscheinlich so, dass man so ein paar Tage einfach sehr dünnhäutig braucht, abends vielleicht sein Bier zum Einschlafen und möchte da eben nicht mehr vorbeifahren und irgendwann dann flaut es ab, nach ein paar Tagen, dann ist es wieder gut. Wenn es aber was Schwereres war, nehmen wir mal an, in dem Auto hat ein Verwandter von mir gesessen, dann sieht es schon ganz anders aus. Ja, dann kann es gut sein, dass es bis Monate nach dem Ereignis anhält. Und jetzt kommen wir dann zu Traumaformen wie sexuelle Gewalt, wie eben eine andere ganz, ganz schwere Naturkatastrophe über lange Zeit oder eben körperliche Gewalt. Da spricht man sozusagen von Trauma-Atmosphären. Sie mal denken, diese Kinder in diesem desolaten Zustand, das ist sicher erst nicht seit gestern so. Das sind dann so die Formen von Trauma, mit denen wir viel in der sozialen Arbeit zu tun haben, einfach in Bereichen, wo wir sehr komplexe Traumatisierungen antreffen. Und jetzt wird es eben schwer mit den Folgeerscheinungen, weil Sie haben ja gerade gehört, was mir so hilft in so einer traumatischen Situation, ist zum Beispiel eben das Bier. Suchterscheinungen sind ganz häufig gekoppelt mit Trauma. Viele Kinder, die ADHS haben, so genannt, haben eventuell Traumata in der Vergangenheit, weil die Übererregung sozusagen in so ein Symptombild enden kann. Und das gilt für ganz viele Erscheinungen, sodass wir von Trauma eigentlich nicht mehr nur von Trauma reden können, sondern man spricht von sogenannten Traumafolgestörungen. Das heißt, eine Entwicklungsheterotropie, das heißt, verschiedene Formen entstehen aus einer traumatischen Situation. Dazu gehört sowas wie Selbstverletzung, Suizidalität. Ich hatte schon von dissoziativen Störungen gesprochen, aber auch Schmerzen, also somatoforme Störungen können entstehen. Dann eben Sucht, hatte ich ja schon gesagt. Dann aber auch Depression, affektive Störungen und so weiter und so weiter. Ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen, aber Sie sehen, es ist eigentlich ein ganzes Konglomerat, ein ganzer Komplex von verschiedenen Störungsbildern, die dann aus dem Trauma entstehen. Das bedeutet, dass man Trauma eigentlich als Ergebnis von einem ganz komplexen Entwicklungs- und Beziehungsgefüge verstehen muss. Und zwar zwischen psychologischen, physiologischen und sozialen Prozessen, und zwar lebenslang. Ich kann das nochmal an einem anderen Beispiel versuchen deutlich zu machen. Das hier ist die Lebensaltersschiene, ne? Also einfach von 1 bis 100. Ja? Das hier ist das Ausmaß an Belastung, was ich bewusst spüre in bestimmten Momenten. Während der Traumatisierung spüre ich in der Regel eine Belastung. Es gibt ganz, ganz schwere Traumaformen, man spricht zum Beispiel von ritueller Gewalt, also so ganz, wirklich ganz schwere Foltersituationen, die kann man auch ganz ausblenden in seinem Leben, die vergisst man und die erinnert man einfach nie mehr wieder, aber das ist ganz selten. In der Regel weiß man während der Traumatisierung, dass man traumatisiert wird. Aber dann, gerade bei Kindern und Jugendlichen, entsteht häufig so eine Schutzphase, eine sogenannte Schlummerphase,
wo man ganz lang vermeidet. Man geht nicht mehr an die Stelle zurück, wo es passiert ist. Man versucht einfach gar nicht mehr daran zu denken. Man hat wie so zwei Realitäten. Ne? Also die eine, die ist so ganz weit weg, aber die gibt es zwar irgendwie, aber ist ganz weit weg. Und man versucht was anderes. Auch sehr gut, weil die Kinder können sich ja dann entwickeln. Die müssen sich auch entwickeln. Die können sich dann weiterentwickeln, wenn sie das so wegdrängen. Das Dumme ist nur, das heißt nicht, dass die Kinder symptomfrei sind. Die drängen das zwar weg, die wissen das zwar nicht, aber Leute, die in Heimen arbeiten oder in stationären Einrichtungen, die wissen genau, was die alles an Folgeerscheinungen sind. Die sind aggressiv, die sind autoaggressiv, die machen sich selber was, wie gesagt, zeigen Suchterscheinungen, die zeigen Verhaltensstörungen, alles Mögliche. Das heißt, wenn ich selber nicht bewusst mitkriege, wie es mir geht, heißt es nicht, dass ich keine Symptome zeige, dass ich nicht mich und andere schädige. Und das Dumme ist auch, das schlummert eben nur. Das ist wie so, als ob das von hinten wieder zurückkommt. Irgendwann ist es dann einfach so, dass es doch irgendwie auftaucht, dass dann Bilder kommen, dass Erinnerungen kommen, dass mir irgendwie klar wird, da war irgendwas und darunter leide ich so. Ganz oft ist es auch so, dass es irgendwann alles eskaliert und in einem Suizidversuch endet. Und über diesen Suizidversuch diese Menschen das Gefühl haben, Mensch, irgendwas stimmt mit mir einfach nicht, ich muss jetzt mal was unternehmen. Und dann versuchen, bewusst dieser Sache nachzugehen. Und auf diesem Wege dann eben immer mehr hineingeraten, dass da was Schlimmes passiert ist. Das ganz Schwierige für uns, und zwar das gilt auch für uns alle im Umfeld, einfach von Bekannten, aber es geht natürlich noch mehr in der professionellen Szene, zum Beispiel von Heimen, von stationären Einrichtungen, der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch für Erwachsene, bei denen das passiert. Wenn das dann aufbricht, wenn ich mich dann anfange zu erinnern, geht es mir leider überhaupt nicht besser. Es geht mir erstmal subjektiv viel schlechter. Weil jetzt fange ich an, mich damit zu beschäftigen. Denken Sie mal, wenn Sie vom Tod eines, ja nicht ganz nahen, aber so mittelnahen Angehörigen erfahren, dann macht man auch manchmal so, wenn man vielleicht gerade viel zu tun hat, jetzt muss ich jetzt erstmal weg, ich muss jetzt erstmal das zu Ende bringen und dann fahre ich dahin, dann fahre ich ja zum Begräbnis. Dann kann man es manchmal noch so ganz gut so wegstecken, ne? Und dann fährt man aber zum Begräbnis, dann nimmt man sich Zeit dafür und plötzlich ist es wie so explosiv, dass die ganzen Gefühle kommen, man ist traurig, man denkt an viele Situationen. Das heißt, jetzt belastet es einen subjektiv viel mehr als vorher, obwohl man es vorher ja auch schon irgendwie gewusst hat. Und so muss man sich das vorstellen. Jetzt plötzlich hat man das viel bewusster, es kommen immer mehr Erinnerungen, es kommt immer mehr, was darauf hindeutet, dass es eigentlich ganz schön schlimm war. Immer mehr taucht auf und das ist am Anfang ganz, ganz belastend. Und hier braucht man viel, viel Unterstützung und dann irgendwann ist es wie, als ob man so einen Zenit überschreitet, wenn man die Möglichkeit hat, es zu verarbeiten und dann kann es irgendwann besser werden. Jetzt können Sie sich aber vorstellen, das geht noch ganz gut, bei einem Autounfall oder vielleicht auch bei einer langen Krankheit über ein Jahr, wo man lebensgefährlich bedroht war, dann hört sie wieder auf. Das Ganze geht nicht mehr so gut, wenn jemand ganz lang, ganz früh, ganz viel sexuelle Gewalt erlebt hat. Dann da erinnert man ja gar nicht alles, da kann man gar nicht alles verarbeiten, das kann man auch gar nicht alles durcharbeiten, das geht gar nicht. Das heißt, da kann man dann nur versuchen, letztendlich damit zu leben und da wird eben die Kurve auch nicht mehr so weit runtergehen, sondern dann eher hier irgendwo sich einpendeln. Das heißt, man kann dann damit sozusagen weiterleben. So muss man sich in so einem lebenslangen Prozess praktisch vorstellen, wie Trauma wirkt. Ich möchte jetzt noch ein paar Beispielen einfach von Studien nochmal erläutern, was das genau heißt. Eine große wichtige Studie ist die sogenannte ACE-Studie. Adverse Childhood Experiences heißt eben schwierige Lebensereignisse für Kinder. Das heißt, man hat eine ganze Kohorte von Kindern beobachtet über viele, viele Jahre und hat dann praktisch festgestellt, ein Teil von diesen Kindern traurigerweise erlebt, wie eben sonst auch überall, auch schlimme Sachen, also Gewalt, sexuelle Gewalt, Misshandlung und so weiter und so fort. Und von denen werden eben ganz viele sozial, emotional und kognitiv auffällig. Das heißt, sie zeigen eben Folgeerscheinungen. Dann kann man feststellen, dass ganz viele von denen fremd untergebracht werden, in stationäre Einrichtungen kommen, eben sozusagen, man spricht auch von Hard-to-Reach oder High-Risk-Verhalten zeigen, also hohes Risikoverhalten zeigen. Dann kann man feststellen, dass ganz viele Krankheiten auftreten, viel mehr als sonst, nicht nur deswegen, aber eben auch deswegen verstärkt. Und man kann sogar eindeutig inzwischen nachweisen, dass frühes Trauma tatsächlich in eine sehr viel höhere Todesrate einmündet.
Wenn man sich mal die Störungsbilder anschaut, die die Forscher da erforscht haben, da kommt einem schon, finde ich, ganz schön, ja, das Grausen. Es ist keineswegs jetzt nur sowas wie Depressionen oder wie Angststörungen. Es geht wirklich in den gesamten chronischen körperlichen Bereich auch. Nehmen Sie zum Beispiel Lungenkrebs. Ja, kommt häufiger vor. Er kommt nicht allein dadurch vor, ist ganz klar, ist nicht allein dadurch ausgelöst. Aber sozusagen Menschen, die frühes Trauma haben, kriegen leichter, kriegen häufiger, kriegen stärker Lungenkrebs, kriegen stärker irgendwelche Lungenkrankheiten, kriegen stärker Leberkrankheiten, kriegen natürlich stärker Sucht, kann man sich ja vorstellen, haben stärker sozusagen später auch die Eigenart, sexuelle Gewalt auszuüben, werden stärker wieder zu Opfern, ne, und so weiter und so weiter. Das heißt, ein riesengroßes Spektrum an Krankheiten, an Problemlagen wird mit, immer Vorsicht, mit aus, nicht allein ausgesagt, mit ausgelöst durch traumatische frühe Erfahrungen. Was dann im Grunde sozusagen eintritt, ist das, was man nennt, besondere soziale Schwierigkeiten, wenn es ganz komplex wird. Sowas wie Arbeitslosigkeit, Armutslagen, gesundheitliche Gefährdung, immer wieder Bindungslosigkeit, Isolation, ich hatte schon Sucht ein paar Mal gesagt und so weiter. Ich finde, ein sehr trauriges, anschauliches Beispiel für uns alle sind ehemalige Heimkinder, die schon sehr, sehr früh sehr viel Gewalt erfahren haben, in den 50er, 60er Jahren, in unseren eigenen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe. Wenn man die heute fragt, bekommt man so ein bisschen eine Vorstellung, was es heißt, sehr früh, sehr schwer traumatisiert worden zu sein. Ich will Ihnen da einen ganz kleinen Filmausschnitt nur zeigen, von einem Mann aus Glückstadt, das ist eine ehemalige Einrichtung in Deutschland, wie er sozusagen die Situation dort beschreibt. Und ich glaube, da kriegt man ein ganz gutes Bild, was das so für Verhältnisse waren. Das heißt, Schläge, Rumgeschubse, man tritt oder auch direkt Schläge mit der Faust gab es auch. Also mir hat zum Beispiel ein sogenannter Erzieher, der hieß genannt Bluthund, der hat mir ein riesiges Schlüsselbund an den Kopf gehauen, so seitwärts von hinten. Ich habe es nicht kommen sehen und bin K.O. gegangen. Als ich im Krankenhaus wieder klar wurde, da haben die den Ärzten wohl erzählt, dass wir uns so untereinander gehauen hätten. Und es war auch sofort jemand aus dem Heim da, der mir dann gesteckt hat, ja, du willst doch mal entlassen werden, ne? Halt mal lieber deinen Mund. Ich war leider so dumm, ich habe meinen Mund gehalten. Das reicht eigentlich schon. Ich denke, dass einfach dadurch schon deutlich wird, es geht auch nicht nur um körperliche Gewalt, es geht einfach dieses ganze verschlungene System von Lügen, von Unterdrückung, von permanenter Abhängigkeit. Und das sind natürlich Systeme, die einfach zutiefst traumatisieren und wo es dann ganz schwer ist, für diese Menschen später überhaupt wieder irgendwie Vertrauen zu entwickeln. Gut, was können wir im Alltag tun? Weil dazu sind Sie ja vielleicht auch hier. Was kann ich denn überhaupt im Alltag tun? Ganz, ganz wichtig für Traumaopfer ist, dass sie immer wieder versuchen, Symptome als Ausdruck von Überlebensstrategien zu verstehen. Und das ist letztendlich auch so. Alle diese Symptome sind irgendwo verstehbar. Das heißt ja nicht, dass wir sie gutheißen. Wir müssen ja nicht sagen, es ist schön, dass du mich schlägst, ja? Sondern es geht sozusagen darum, immer wieder zu versuchen zu verstehen, was das damit zu tun haben kann, mit ihnen gemeinsam versuchen, das rauszufinden. Und es ist ganz klar, dass es immer nur im Kontext der Umfeld- und Lebensbedingungen möglich ist, für Betroffene konstruktive Veränderungen zu durchlaufen. Das heißt, das Wichtigste, der wichtigste Schutzfaktor, komme ich auch gleich nochmal drauf, ist letztlich das soziale Umfeld. Und das ist unsere größte Aufgabe in der Gesellschaft und auch unter den psychosozialen professionellen Berufsgruppen.
gesagt, wichtigster Schutzfaktor ist die schützende Inselerfahrung, habe ich das mal genannt. In diesem Meer von Unsicherheit, Misstrauen und schwierigen Erfahrungen, so etwas wie eine schützende Verbindung aufzubauen, überhaupt erstmal wieder Vertrauen zu ermöglichen. Das ist übrigens ein Bild von einem Mädchen, was in sehr, sehr schweren Gewaltverhältnissen aufgewachsen ist, eigentlich schon vorgeburtlich getreten wurde vom Vater. Und wo Sie sehen können, es ist 16 Jahre alt, vielleicht macht es Ihnen auch deutlich, wie retardiert und zurückgeblieben dieses Mädchen ist. Und das hat sie gemalt, als sie dann ein halbes Jahr in unserer Einrichtung war und wir sehr, sehr viele vertrauensbildende Maßnahmen entwickelt haben, hat sie gesagt, ja, also das Gefühl, das ist jetzt für sie ein bisschen wie so eine Insel und auf dieser Insel wohnt sie nur mit Tieren. Man kann sie besuchen, aber das letzte Stück müsste man dann übers Wasser laufen, so hat sie das erklärt. Und das zeigt so ein bisschen, dass sie da so einen Ort für sich gefunden hat, der ihr einfach Sicherheit gegeben hat. Das heißt, was wir eigentlich versuchen müssen zu tun, ist genau das, was ich vorhin erklärt habe mit dieser Bezugsperson, die bei dem Kind mentalisieren hilft in dieser Schmerzsituation. Wir müssen eigentlich versuchen, verwirrende, überwältigende Gefühle mit jemandem gemeinsam greifbar zu kriegen, benennbar zu kriegen, veränderbar zu kriegen, bearbeitbar zu kriegen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr aufregende Geschichte, sozusagen diese ersten Schritte zu gehen, um jemandem wieder Vertrauen zu ermöglichen. Ich nenne das immer sozusagen eine kleine Bergtour. Ja? Und da möchte ich Ihnen jetzt nochmal was Kleines zeigen und sagen, wie das, finde ich, sehr schön veranschaulicht wird von dieser gleichen Filmserie, die ich Ihnen vorhin mit dem Feld auch gezeigt habe, wie man diesen ersten Schritt sozusagen planen muss. So diese ersten neuen Vertrauensschritte zu gehen, ist ganz, ganz schwer für Traumatisierte, da brauchen Sie ganz, ganz viel Hilfe dabei. Und wie kann das funktionieren? Unser Gehirn verfügt über rund 100 Milliarden Neuronen oder Nervenzellen, die alle miteinander verbunden sind. Das Lernen lässt zwischen den Neuronen jedoch zusätzliche Verbindungen entstehen oder es stärkt schon bestehende. Über diese Verbindungen werden alle Informationen als elektrische Impulse oder Erregung geleitet. In den Kontaktstellen zwischen den Neuronen, den sogenannten Synapsen, klafft jedoch immer ein kleiner Spalt. Wenn ein Mensch etwas Neues lernen soll, muss das elektrische Signal diesen Spaltraum überwinden und seine Reise fortsetzen. So klein der Spaltraum zwischen zwei Hirnzellen auch sein mag, für das Signal ist es nicht einfach, diesen Spalt zu überwinden. Das Unterfangen ist fast so schwierig, als wollte ein ungeübter Bergsteiger eine tiefe Schlucht überwinden. Wie der Prozess letztlich funktioniert, zeigt auch, wie das menschliche Lernen funktioniert. Der erste Sprung des Signals von einer Nervenzelle zur nächsten ist der schwierigste, genau wie beim Überqueren der Schlucht. Ist die Schlucht einmal überwunden, werden der zweite und der dritte Versuch immer einfacher. Beim Lernen ist es nicht anders. Anfangs fällt es einem Menschen furchtbar schwer, etwas zu lernen. Je öfter der elektrische Impuls aber die Synapse überwindet, desto gefestigter wird die neuronale Verbindung zwischen den einzelnen Zellen. Na, so müssen Sie sich praktisch vorstellen, so ist es, wenn jemand zum ersten Mal wieder Vertrauen aufbaut. Das ist ein unheimlicher Sprung über eine total unübersichtliche Schlucht. Und dann
wenn das wieder und wieder und wieder passiert, dann kann man langsam tatsächlich lernen, auch wieder zu vertrauen. Oder ich vergleiche das manchmal auch mit Autobahnen. Wenn Sie sich vorstellen, diese Furchtstrukturen von vorhin, ne, dieses Feld, wenn Sie sich erinnern, ist wie als ob jemand auf diesen Autobahnen rumrennt. Und dann ist es natürlich ganz schwer, über die Leitplanke da in den Wald abzubiegen, wenn man auf der Autobahn ist. Nehmen wir mal an, ich habe das dann geschafft. Ich habe jemandem sozusagen geholfen, diesen ersten Schritt Vertrauen zu machen. Das erste Mal. Ich habe also den mit in den Jeep genommen und dann sind wir da so richtig diese Leitplanke durch und in den Wald rein. Jetzt würde man ja denken, naja, jetzt hat er ja seine Bahnung, jetzt kann er doch abbiegen. Ja? Aber jetzt rennt er wieder mit 100 auf dieser Autobahn lang. Naja, mit dem normalen PKW, da so irgendwie in diesen Wald da, ist ganz schön schwierig. Ja? Also man braucht es praktisch wieder und wieder und wieder die Erfahrung. Das heißt, es ist wirklich eine sehr mühsame Kleinarbeit, immer wieder, weil das Gehirn war am Anfang ganz plastisch. Ne? Als die noch klein waren, die Kinder, ist wie so Fimo, kann man total gut was Ziseliertes draus basteln. Dann wird es immer härter. Und irgendwann muss man mit Hammer und Meißel dran, wenn man es im Backofen gehabt hat. Und es ist eben so, umso älter man wird, umso schwieriger wird es, was im Gehirn zu verändern, Bahnungen zu verändern, Erfahrungen zu verändern. Und deswegen muss man dann einfach diese Erfahrung wieder und wieder und wieder machen. Jetzt sagt sich das immer so schön, ne? Und das mit dem Gehirn, das ist ja auch immer so ein schönes Bild, das macht so ein bisschen so das Gefühl, naja, geht irgendwie alles. Jetzt, dann steht man oft da und dann weiß man eigentlich gar nicht, wie soll man das wirklich machen. Das habe ich mal gefunden als Karte, das fand ich total nett, das passt einfach so gut dazu. Ja, und was jetzt? Was mache ich denn ganz konkret? Ganz konkret finde ich als erstes ganz arg wichtig, dass man sich wirklich ganz klar macht, wie elementar für uns andere Menschen eigentlich sind, wie abhängig wir davon sind, gerade wenn wir traumatisiert sind, die ersten Schritte nicht allein machen zu müssen. Es gibt ein sehr schönes Sprichwort von Ernst Bloch, dass er sagt, ich bin, aber ich selbst habe mich nicht. Und darum werden wir gemeinsam erst. Das heißt, wir werden in Gemeinschaft, und gerade nach Trauma ist das so wichtig, wir werden in der Gemeinschaft, das heißt, die Gemeinschaft muss sozusagen traumasensibel vorgehen. Deswegen finde ich es eben so wichtig, dass Sie alle hier sitzen, weil ich glaube, umso mehr wir darüber wissen, umso mehr hilft das eben auch Menschen, die traumatisiert sind. Deswegen umfasst Traumahilfe eben nicht nur therapeutische Traumakonfrontation, weil das ist ja was man in der Therapie versucht, dass man denjenigen wieder konfrontiert und er das dann durcharbeiten kann. Aber das ist nicht das Einzige, was man machen kann. Es geht ganz viel darum, missbrauchtes Vertrauen sozusagen und soziale Teilhabe, wieder dieses Teilnehmen neu zu entwickeln. Es geht um die Veränderung von negativen Selbsteinstellungen. Es geht darum, Biografiearbeit zu machen, was ganz, ganz hilfreich ist, überhaupt seine Wurzeln wieder zu erkennen, sich einfach klarer zu kriegen. Es geht natürlich immer um Stressreduktion. Es geht darum, Sinn zu finden. Es geht um einen anderen Umgang mit dem Körper. Und das vor allen Dingen im Alltag. Der Alltag ist so kräftig, der Alltag ist so präsent. Alles, was im Alltag mit passiert, ist für mich total relevant. Ich kann einmal die Woche eine Stunde zur Therapie gehen und wenn der Rest der Gesellschaft unmöglich mit mir umgeht, dann wird mich das total prägen. Da ist die eine Stunde einmal in der Woche einfach nicht genug. Das heißt, ich brauche so einen Umgang im Alltag. Ein Schlüsselerlebnis davon, das beschreiben zumindest Traumatisierte immer wieder, zum Beispiel dieser Mann, den Sie vorhin im Film gesehen haben und noch ein weiterer Mann aus dieser Einrichtung beschreibt es sehr gut. Wir brauchen unbedingt, wenn wir traumatisiert sind, Respekt und Würde. Ich habe ja viel zu tun gehabt mit den ehemaligen Heimkindern, ich habe da eine Expertise geschrieben, ich fand es sehr erschütternd, dass die haben wirklich so viele Nöte gehabt, finanzielle Nöte, die konnten Ausbildungen nicht machen, die hatten körperliche Schäden aus diesen Misshandlungen. Aber das, was ihnen am allerwichtigsten war, war Respekt. Sie wollten Respekt für das, was sie geschafft haben. Und wir brauchen natürlich sozusagen einen Gegenpol zu dieser, man sagt, viktimisierenden, also opferproduzierenden Kultur. Weil ganz häufig wird eben Frauen nicht geglaubt, wenn sie vergewaltigt worden sind. Ganz häufig versuchen Kinder zu erzählen, dass sie sexuell missbraucht werden. Und sie müssen bis zu 7-mal einer Person was erzählen, bis ihnen jemand glaubt, hat man gemessen in Studien. Das heißt, sie versuchen 6-7-mal jemandem was zu erzählen, irgendwelchen Ansprechpartnern, und die glauben es ihnen nicht. Und das ist das, was wir unbedingt verändern müssen. Das heißt, wir brauchen korrektive Erfahrungen, Alternativerfahrungen.
Und dann, wenn das funktioniert, wenn wir da eine große Unterstützung haben aus dem Umfeld, dann kann es sogar zu Wachstumsprozessen kommen. Dann kann es sogar dazu kommen, dass wir einzelne traumatische Erfahrungen konstruktiv für unser weiteres Leben nutzen können. Man spricht vom posttraumatischen Wachstum oder von biografischen Bildungsprozessen. Was tun wir Professionellen? Professionelle, also helfende Professionen, sind, man sagt im Sinne der Bindungstheorie, also vom Bindungswissen, für das Reparieren und das Anknüpfen an unterbrochene Kommunikation zuständig. Das heißt, das, was früher nicht funktioniert hat, was sie früher nicht erfahren, das müssen wir jetzt als Professionelle nachholen. Sei es als Therapeut oder Therapeutin, sei es als Kindergärtnerin oder Kindergärtner, sei es als jemand, der in der Jugendhilfe arbeitet, sei es als Erzieher oder Erzieherin, das ist immer wieder unsere Aufgabe. Wir müssen versuchen, sogenannte Übertragung, das heißt, dass derjenige in mir vielleicht die Täterin von früher oder den Täter sieht, zu einer echten Beziehung werden zu lassen. Also der Beziehung, die es wirklich ist, zu einer hilfreichen Beziehung, zu einer unterstützenden Beziehung. Das kostet viel Kraft, weil natürlich die alten Fantasien immer wieder hochkommen und immer wieder jemand anderen auch verzerren. Wir brauchen dazu eine gute Diagnostik, also eine biopsychosoziale Diagnostik, die sehr breit ist und natürlich viel Fachwissen, weil umso mehr ich über Trauma weiß, umso mehr kann ich auch helfen. Da hatte ich mal ein wichtiges Schlüsselerlebnis dazu. Ich habe zum Anfang im Studium habe ich einfach in so einem Mädchenzentrum im Computerbereich gearbeitet, habe mit Mädchen so Computerkurse gemacht. Und da war ich so ein halbes Jahr dort in dieser Einrichtung und dann hatte ich plötzlich irgendwie 7 oder 8 Mädchen aus einer Einrichtung, von der ich wusste, die hieß Fontana, dass die lauter missbrauchte Mädchen dort haben. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Also jetzt ziehe ich dieses Phänomen hier schon an. Ich hatte irgendwie vorher schon mal in einer Einrichtung gearbeitet, wo es um solche Themen ging. Habe mich total gewundert, woher das kommt. Und dann habe ich irgendwann mal, bin ich mit einem Mädchen darüber ins Gespräch gekommen, weil sie gefragt hat, das ist ja interessant, ihr seid ja alle von dieser Einrichtung hier. Ja, hat sie dann gesagt, ich glaube irgendwie, du weißt irgendwie ganz viel darüber, was wir früher erfahren haben. Das merkt man irgendwie. Ja, das ist, wenn man sozusagen sowas ausstrahlt, in bestimmten Situationen einfach auch bestimmtes Wissen reinbringt, man sagt psychoedukativ, also klärend für diese Mädchen, für Erwachsene, für Betroffene, das spüren die und das hilft ihnen unheimlich viel, weil sie sich gesehen fühlen, weil sie sich erkannt fühlen, weil sie das Gefühl haben, da begreift mich jemand, da versteht mich jemand wirklich. Und das ist was sehr Wichtiges. Und erst dann eigentlich sind diese ganzen Techniken, Traumakonfrontation, Filme vor sich ablaufen lassen, sogenannte EMDR-Techniken, kann ich gern genauer erklären, wenn Sie daran Interesse haben, jetzt gleich noch wichtig. Aber das ist eigentlich das Grundlegende, sagen zumindest Traumaopfer immer wieder über ihre Behandlung, über die Qualität der Behandlung, ist eigentlich diese Grundeinstellung. Ich dachte, ein bisschen schocken muss ich Sie ja auch noch, um die Komplexität nochmal zu zeigen, habe ich mal noch ein Forschungsergebnis mitgebracht aus unserer Studie in stationären Jugendhilfeeinrichtungen, wo man so ein bisschen sehen kann, woran der Betreuungserfolg alles hängt. Das ist dann doch schon ziemlich komplex. Da braucht man sozusagen gute strukturelle Rahmenbedingungen, man braucht gute Kompetenzen der Mitarbeiter, man braucht viele, viele Situationen, in denen bestimmte Techniken und Methoden eingesetzt werden bei den Mädchen und Jungen und man braucht, dass dann eben sowas wie Mentalisierungsprozesse, Bindungsprozesse stattfinden und dann kann es einen Betreuungserfolg geben. Das ist schon eine recht komplexe Angelegenheit. Ich wollte Ihnen einfach nur mal einen Blick drauf sozusagen ermöglichen, was Erzieher und Erzieherinnen alles so leisten in solchen Einrichtungen. Jetzt würde ich Ihnen einfach noch gerne, ein paar Minuten dauert es nur noch, so ein bisschen was eben von der Cornelia erzählen. Die heißt natürlich nicht so, aber ich habe sie jetzt mal so genannt und würde Ihnen noch ein bisschen gerne ein Bild davon geben, wie Betroffene selber Aussagen treffen darüber, was ihnen passiert ist. Cornelia, also es gibt sie wirklich, aber sie heißt nicht so, ist heute 25 Jahre alt und hat ein Kind. Cornelias Eltern haben sich schon nach der Geburt getrennt. Die Kinder sind bei der Mutter verblieben und beim späteren Stiefvater, der sehr, sehr autoritär und gewalttätig war und Cornelia ab dem 6. Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr mehrmals die Woche vergewaltigt hat. Die Kontakte zum leiblichen Vater sind eingestellt gewesen. Schwerer Fehler vom Jugendamt meines Erachtens. Es gab praktisch keine Kontakte mehr zum leiblichen Vater.
Mit 16 hat Cornelia dann doch bei ihm Zuflucht gesucht, hat ihn praktisch versucht zu finden. Er ist bis heute noch Polizist und hat ihm eröffnet, was ihr passiert ist. Das Problem in der Situation war, in Deutschland zumindest ist es so, Polizisten müssen sexuelle Gewalttaten anzeigen, sind sogenannte Offizialdelikte. Das heißt, er war gezwungen, unter einer großen Strafandrohung, das publik zu machen. Das war natürlich für seine Tochter dann auch sehr schwierig. Ist aber dann gut dabei begleitet worden von der Beratungsstelle. Der Vater war natürlich auch maßlos überfordert mit der Situation. Das ist das, was ich mit dem Beziehungsnetzwerk meine. In dieser Situation war das möglich, dass er sich an eine gute Beratungsstelle gewendet hat. Die haben dort eine sehr gute Rechtsbegleitung gehabt, weil sie musste ja dann vor Gericht mit dieser Anklage, nachdem die Polizei das wusste. Und die haben sie gut begleitet und haben eben die Einrichtung gesucht, in der ich damals gearbeitet habe, eine Einrichtung für junge traumatisierte Mädchen. Das heißt, es gab den Vater, der unterstützend war, aber natürlich ein bisschen überfordert war durch die Situation. Es gab die Beraterin, die dieses Mädchen durch den ganzen Gerichtsprozess begleitet hat. Und es gab uns als stationäre Einrichtung mit weiteren 8 traumatisierten Mädchen, wo sie sich in der Gruppe eben auch solidarisch wohlfühlen konnte. Und natürlich auch viele Probleme gehabt hat, aber auch wohlfühlen konnte. Ich finde, dass Cornelia das sehr schön beschrieben hat, wie schwer es sozusagen ist am Anfang, wenn da wirklich einfach niemand ist. Ja? Und wie schwer das ist, auch die Wahrheit ans Licht zu bringen und wie schwer man sich dazu praktisch überwinden muss. Man weiß zum Beispiel auch, dass das Schweigen an und für sich nach einer Traumatisierung nochmal einen gewichtigen Teil für die Folgeerscheinungen ausmacht. Das heißt, umso länger und umso stärker ich schweigen muss davon, umso gewichtiger und umso schwerer werden die Folgeerscheinungen. So war es auch bei ihr. Sie hatte viele, viele Folgeerscheinungen. Sie war maßlos übergewichtig. Sie war sehr psychosomatisch krank. Sie hatte viele, viele, viele Schmerzen. Sie hatte auch eine Problematik, die nochmal ganz anders gelagert ist. Sie hatte sowas ganz früh Erwachsenes, also so sehr für andere fürsorgend, aber sich selber total dabei vergessend und dann dabei natürlich auch sehr bedürftig wieder. Sie hat sehr, sehr auf eine bestimmte Art und Weise, konnte mit Nähe und Distanz ganz schlecht umgehen, hatte maßlos Angst natürlich vor Annäherungen und vor Männern und vor den ganzen Situationen, also ganz, ganz viele Folgeerscheinungen. Sie hat dann bei uns sich aber wirklich sehr gut eingewöhnt und hat dann sozusagen die Möglichkeit gefunden zu sprechen, uns das auch zu eröffnen, fühlte sich auch nicht mehr ganz so allein, aber es ist wie gesagt deswegen überhaupt nicht weg. Wenn man anfängt davon zu sprechen, dann steigt auch die Belastung erstmal. Es ist dann sozusagen ganz, ganz schwierig, damit einen Umgang zu finden. Und selbst dann, wenn man eigentlich ein gutes Gruppengefüge hat, ein gutes soziales Gefüge hat, eine gute therapeutische Hilfe hat, bewegt man sich an vielen Stellen wieder innerlich im Kreis. Also man muss da nicht denken, ja, jetzt geht es ja alles ganz leicht, jetzt hat sie doch so viel Unterstützung. Sondern sie beschreibt es, finde ich, sehr schön, dass sie dann doch manchmal auch nochmal heimlich für sich gelitten hat und es auch irgendwie brauchte. Sie musste irgendwie auch, sie konnte dann auch nicht in jeder Situation gleich damit rausgehen. Wir haben in der Situation ganz viel mit Masken gearbeitet, verschiedene Masken, die sie in ihren Alltag auch nutzt, vielleicht auch nutzen kann. Sie hat dann parallel nämlich, immer wieder interessant, streben ja dann viele auch in solche Berufe, eine Erzieherinnenausbildung gemacht, die hat sie auch abgeschlossen, da arbeitet sie heute auch. Aber es war wirklich an ganz vielen Stellen ganz brüchig. Mussten sie auch manchmal krank schreiben, weil sie das nicht geschafft hat. Dann kam wieder der Gerichtsprozess, dann musste sie vor Gericht, also erstmal bei der Polizei, 16 Einzeltaten schildern, vor Gericht nochmal 16 Einzeltaten schildern und dann wurde noch ein Gutachten angefordert. Dann musste dem Gutachter auch nochmal diese 16 Einzeltaten schildern. Das ist einfach eine Regelung, die vor Gericht eben so funktioniert. Es waren natürlich jedes Mal ganz, ganz schlimme Einbrüche auch für sie in der Biografie. Viele Rückschläge, ganz, ganz viele Schmerzen. Sie hat dann irgendwann sich auch am Körper operieren lassen, weil sie einfach bestimmte Körperteile nicht mehr ertragen konnte. Einfach dadurch, dass sie den Eindruck gehabt hatte, dass der Täter dadurch eben angeregt worden ist. Also sehr gravierende Lebensveränderungen. Sie hat aber dann sich da wirklich durchgekämpft, durch die Begleitung, durch den stützenden Vater, durch die Begleitung, durch die Gruppe, durch die Begleitung, durch die Therapie, hat das alles so für sich sehr stark auch durchgearbeitet,
Wobei es einen großen Wermutstropfen gibt bis heute. Die Mutter hat ihr bis heute nicht geglaubt. Die Mutter glaubt sozusagen dem Täter. Der Täter hat das geleugnet, hat aber die Höchststrafe bekommen, war auch für viele Jahre jetzt im Gefängnis, ist jetzt 8 Jahre her. Und trotzdem hat die Mutter diesem Mädchen eben bisher nie geglaubt, bis heute. Und das ist natürlich was für solche Mädchen eigentlich das Allerschlimmste ist, was man sich vorstellen kann, dass die Person, die für die meiste Fürsorge zuständig ist, das eben nicht macht oder einfach sich auch nicht damit auseinandersetzt, vor lauter Angst und vor Abhängigkeit gegenüber diesem Mann. Aber Cornelia hat, denke ich, ganz, ganz viele stützende Personen gefunden, die sie auch weiter im Prozess begleiten. Sie kann sich auch jederzeit wieder in ihre Einrichtung zurückwenden und lebt heute, finde ich, ein sehr, sehr reifes und sehr, sehr, auch ein sehr, sehr schönes Leben mit einem Kind, mit einem Beruf. Ist auch nicht immer alles gut in der Beziehung, aber es gibt einfach viele Möglichkeiten, die sie heute ergreifen kann. Das hat sie dann so als Abschluss nochmal formuliert. Wie gesagt, es gibt ein kleines Büchlein dazu, wo einfach deutlich wird, dass es möglich ist, doch auch die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ja, und dann möchte ich gerne schließen mit einem allerletzten Zitat, was ich in der Forschung sozusagen in den Schoß geworfen bekomme, was mir sehr, sehr gut gefällt, von einer Frau, die eine ähnliche Geschichte hat wie die Cornelia. Die sagte nämlich, man sollte ein neues Menschenrecht einführen, das Menschenrecht auf eine unterstützende Beziehung. Das fand ich einfach ein wunderbares Motto, auch um einen solchen Vortrag zu beenden. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Einblick geben können. Sie können natürlich jetzt noch ganz viele Fragen stellen und ich bin schon sehr gespannt, was Sie noch vertiefend wissen wollen.